2015 kommt es in Europa zur Flüchtlingskrise. Neben denen, die die Flüchtlinge mit offenen Armen empfangen, gibt es auch die, die sich stark gegen die Aufnahme der Flüchtlinge aussprechen. Beide Seiten suchen in der Geschichte nach Beispielen, um von ihrer Position zu überzeugen. Von den Rechten wird auf die Zeit der Völkerwanderung verwiesen. Diese wird auf zwei verschiedene Arten in der Rhetorik der Rechten aufgegriffen. Der Blick in die Geschichte soll zeigen, dass Deutschland erstens den Deutschen gehöre und dass zweitens die Flüchtlinge eine Gefahr für Deutschland seien. Heutzutage findet die Vorstellung, dass die Deutschen seit Urzeiten ihre Wurzeln in Deutschland haben, besonders unter den Rechten anklang. Pegida und Co. sind der Auffassung, dass Flüchtlinge nicht nach Deutschland gehören würden, weil sie sich wesensmäßig, wie es heißt, von den Deutschen unterscheiden würden. In diesem Zusammenhang wird Bezug zu den Germanen aufgebaut, um als rechtmäßige Einwohner Deutschland zu gelten. Denn man sieht sich in direkter Nachfrage mit den Germanen. In Sätzen wie "Wir sollten aufpassen, dass Deutschland Deutschland bleibt." wird ein Bezug zu vermeintlichen Wurzeln hergestellt. Nun stellt sich jedoch die Frage, woher kommen diese Ideen? Im 19. Jahrhundert kommt in Europa der Nationalstaatsgedanke auf. Die Deutschen, die einen Nationalstaat gründen wollen, suchen in ihrer Vergangenheit nach einer gemeinsamen Geschichte, um einen gemeinsamen Startpunkt zu finden. Dieser soll als Ursprung der Deutschen gelten. Man erhofft sich, dass man eine historische Legitimationsgrundlage schaffen kann, auf der der neue Staat aufbaut. Vor allem die Germanen erreichen in diesem Kontext große Aufmerksamkeit. Sie werden als starke Krieger, die den Römern Einhalt geboten, dargestellt. Mit den Nazis erreicht die Vorstellung, direkte Nachfahren der mächtigen Germanen zu sein, seinen Höhepunkt. Der Bezug auf die Vergangenheit soll die Nazis in direkter Linie mit den Germanen verbinden. Sie glaubten, dass sie in einer erblichen, also rassischen Verbindung mit den Germanen standen. Die Germanen waren in ihrer Vorstellung eine homogene Einheit. Somit wurde laut ihnen die Völkerwanderung und die Eroberung des römischen Imperiums von homogenen Völkern durchgeführt. Diese Homogenität sei, so die NS-Ansicht, durch eine rassistische Vermischung verloren gegangen. Für sie galt es, die Homogenität der Völker wiederherzustellen. Diese Idee mündet schließlich im Holocaust und im Zweiten Weltkrieg. Die zweite populäre These ist deutlich moderner. In der rechten Rhetorik wird die Völkerwanderung mit der Flüchtlingskrise verglichen. Nicht zu Unrecht werden in diesen Tagen die Bilder vom Untergang des Weströmischen Reiches aufgerufen, als die Barbarenstämme den Limes überrannten. Dabei wird das Ende der Zivilisation Roms mit einem bevorstehenden Ende der aktuellen Zivilisation verglichen. Man bezieht sich unter anderem auf die Studien und ein Interview der FAZ mit dem Historiker Alexander Demand. Demand behauptet, dass das Einfallen der Barbaren Rom den Untergang gebracht hätte. Die Rechten ziehen einen Kausalschluss auf die Gegenwart. Die Zivilisation Roms sei durch die Migranten untergegangen und so werde es uns auch gehen. Aber wie kann man dieser Rhetorik begegnen? Die Vorstellung nämlich, dass der Deutsche direkt vom Germanen abstamme, ist nach heutigem Forschungsstand aus mehreren Gründen falsch. Die Hintergründe dieser Verbindung zwischen früher und heute sind sehr viel komplexer, als sie von den Rechten dargestellt werden. Der Aufruf "Wollt ihr stolze Germanen sein?" ist ein gutes Beispiel, um diesen komplexen Zusammenhang zu zeigen. Der Satz soll die Deutschen in eine Abstammungslinie mit den vermeintlichen Ureinwohnern unseres Landes stellen und damit Legitimationsgrundlage schaffen für den Fremdenhass. Jedoch gab es die Germanen als Volk gar nicht. Der Begriff Germane kommt von den Römern und man geht davon aus, dass die Germanen sich selber nicht so betitelt haben. Caesar hat ihn zum Beispiel benutzt, um alle Menschen östlich des Rheins zu beschreiben. Somit ist Germane ein Sammelbegriff für völlig verschiedene Gruppen. Auch die Vorstellung, dass damals ein homogenes Volk durch die Wälder des heutigen Deutschlands wanderte, ist eher eine romantisierende Vorstellung des 19. Jahrhunderts. So schreibt der Historiker Mischa Meyer beispielsweise, dass keine Völker in der Völkerwanderung wanderten, sondern dass es sich eher um militärisch geführte Großverbände handelte. Des Weiteren waren diese Verbände nie homogene Einheiten. So schlossen sich zeitweise Menschen den Wandernden an und trennten sich wieder. Die zweite populäre These der Rechten wurde auch durch den Beitrag der FAZ mit Alexander Demand gestützt. In dem Artikel heißt es, die Flüchtlinge der Völkerwanderung hätten das Imperium zu Fall gebracht. Diese Aussagen wurden jedoch scharf von anderen Wissenschaftlern kritisiert. Die Migration ins Reich sei schon in den Jahrhunderten davor ein grundlegender Teil der römischen Politik gewesen. Nicht zuletzt haben sie germanische Stämme gezielt angesiedelt oder sie als Söldner angeworben. Der Historiker Roland Steinacher behauptet, dass das Imperium unter Bürgerkriegen zusammengebrochen sei. Die Stämme hätten dann das Vakuum ausgefüllt, das durch diese Kriege entstanden ist. Außerdem unterscheiden sich die Flüchtlinge heute in einem ganz zentralen Punkt von den Verbänden des 4. und 5. Jahrhunderts.
Sie sind keine bewaffneten Kampfverbände, sondern hilfesuchende Menschen. Abschließend lässt sich sagen, dass in der Rhetorik der Rechten komplexe Sachverhalte auf eine Kausalbeziehung heruntergebrochen werden, um als politische Argumente verwendet zu werden. Durch diese Simplifizierung der Geschichte lassen sich leicht Parallelen in die Vergangenheit finden. So wird argumentiert, dass wenn wir nicht aufpassen, uns es so gehen wird wie den Römern. So jedoch übersieht man wichtige Punkte zugunsten seines politischen Arguments, denn die Rahmenbedingungen zur Zeit der Völkerwanderung waren deutlich anders als heute. Übrigens ist der Begriff Völkerwanderung selbst schon ein negativ konnotierter Begriff, der von den Rechten benutzt wird, um die Diskussion um Flüchtlinge negativ zu framen.